Und wo ist jetzt der Patrick? Der war doch schließlich mit dir im Urwald. Der wollte mit meinem Taschenmesser den Pilz abmachen. Aber das kann doch keine Ewigkeit dauern. Ich mach mir jetzt schon Sorgen. Och, der kommt schon wieder. Hoffentlich macht er nur keinen Mist im Urwald. Ansonsten muss ich den gleich wieder suchen. Ein bisschen vom Pilz muss ich aber mal probieren, bevor ich den mitnehme. Ui, der Pilz kommt aber ganz schön gut. Auf einmal sehe ich hier alles anders. Das sieht so aber auch nicht schlecht aus. Und der Duft erstmal, das riecht ja hier wie in einer Zuckerwattenfabrik. Sehr, sehr lecker riecht das. Da muss ich erstmal meiner Nase ein bisschen weiter folgen und sehen, wo uns die Spur hinführt. Wird es ja immer besser. Hier ist ja ein Lebkuchenhaus. Da muss ich aber jetzt erstmal ein bisschen dran schauen und vielleicht auch ein bisschen was probieren. Aber hoffentlich kommt gleich nicht die böse Hexe. Was machst du denn bei diesem Müll hier? Ah, ich wusste es. Da kommt ja die böse Hexe. Na warte, du bekommst mich nicht in den Ofen. Ich werde kämpfen mit diesem Taschenmesser. Warte, Patrick, ich bin es doch, Bruno. Du kannst mich doch nicht einfach so abstechen. Das kannst du mir doch nicht antun. Und ob ich das kann, das siehst du doch jetzt. Du bist die böse Hexe und nicht der Bruno. Bruno hat keinen Besen, auf dem er immer steigt. Ich hab doch gar keinen Besen unter mir. Du siehst, dass ich richtig und hast ein bisschen Paranoia. Ich habe aber gar keine Paranoia. Ich sehe alles normal. Und ich sehe in dir eine Hexe und nicht den Bruno. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich muss doch irgendwie den Patrick entwaffnen können. Verschwinde bloß, du alte Hexe. Ansonsten mache ich ernst. Gut, ich verschwinde und gehe zum Alex. Eine gute Wahl, alte Hexe. Besser den Alex als mich in den Ofen zu stecken.